ich melde mich heute zurück mit dem letzten Aufgebraucht-Video in diesem Jahr und ich würde einfach sagen, lasst uns loslegen nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir machen heute das letzte Aufgebraucht-Video in diesem Jahr. Und ich will zu Anfang auch schon sagen, ich gehe bis Februar dann in die Pause. Es gibt aber noch ein Video in diesem Jahr. Also es ist nicht das letzte, es ist das letzte Aufgebraucht-Video für all diejenigen, die sich nur für die Aufgebraucht-Videos interessieren. Ansonsten gibt es gegen Ende noch ein Favoritenvideo und zwar am Sonntag. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe in dem Jahr angefangen mit der Ölreinigung. Das ist Rizinusöl. Das ist eine richtig tolle Sache. 4 Monate hat mir das jetzt gehalten. Ich mische immer 30% Rizinusöl und den Rest Mandelöl. Mandelöl habe ich hier auch liegen. Und zwar 2x von Spinnrad. Die Ölreinigung ist eine richtig tolle Sache. Es war eine Entscheidungssache. Ich habe die Pille abgesetzt. Meine Haut ist immer fettiger geworden. Und gerade was den Pony betrifft, musste ich einfach eine Lösung finden. Und die Ölreinigung ist gerade bei fettiger Haut eine richtig tolle Sache. Ich kann es dir echt empfehlen. Ich habe dazu ein Video gemacht, werde ich dir mal unterm i verlinken. Was für mich einfach nicht funktioniert hat, das war das hier. Also ich werde mir die Teile hier nochmal im Unverpacktladen kaufen, weil das ist hier jetzt zwar abbaubar, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine Verpackung. Und bei uns ist es einfach noch so in Deutschland, die Mülldeponien sind da einfach noch nicht so bereit, solche Verpackungen auszusortieren. Auch wenn das, glaube ich, aus Maisstärke oder so ist. Ich glaube, es ist aus Maisstärke. Kann das die Müllanlage einfach nicht trennen, was schade ist. Also die beste Verpackung ist einfach keine Verpackung. Nichtsdestotrotz habe ich die halt ausprobiert, fand sie okay, sie haben unwahrscheinlich stark nach Stärke geschmeckt. Mich hat es auch irgendwann irre genervt, bin jetzt zurück zu einer normalen Zahncreme wieder und fahre da besser. Ich habe es stellenweise sogar gehabt, dass mir das Zahnfleisch entzündet war, weil du musst es irgendwie so zerbeißen und dann kam halt nicht überall genug Zahnputz, wie sagt man, Pasta ist es ja nicht, von dem Tab kam halt nicht überall richtig viel hin und für mich ist es einfach, ist nicht so ganz meins. Ja, wenn wir schon bei den Tabs sind, dann zeige ich euch doch einfach auch die Geschichte hier. Das war war so ein Gläschen mit Zahnputz, Paste, mit Kohle, aber das war eklig. Das war so eklig. Also mich hat das gegen Ende auch richtig genervt und gewirkt. Ich habe es einfach gehasst, das einfach noch zu verwenden. Das Glas möchte ich aufbehalten. Lege ich mir gleich auf die Seite. Dann ist es bei mir so, ich habe mich entschieden, oder ich habe einfach gemerkt, ich komme mit Heilerde in den Haaren viel besser klar als mit sowas. Das war ähnlich vegan. Hat aber gut funktioniert. Das war für mich das allerbeste Trockenshampoo, leider. Aber wie schon erwähnt, ich kaufe mir kein Trockenshampoo mehr. Das möchte ich mir einfach in Zukunft auch noch sparen. Und aber wer jetzt da anders denkt, guckt sich mal das hier an. Ich fand es echt gut. Bei vielen Trockenshampoos, gerade bei denen von Balea, ist es so, dass du gegen Ende nur noch Treibgas drin hast und du kriegst nur noch feuchte Haare, aber von dem Staub kommt einfach nichts mehr raus. Und ja, ich bin weggekommen davon, bin ich ganz froh, weil es halt doch jedes Mal auch viel Müll macht. Ich habe mich entschieden, meinen Lippenbalsam wegzuschmeißen. War jetzt auch 2 Jahre alt oder so. Und dann wurde es halt schon irgendwann mal gruselig. Ich konnte es nicht aufbrauchen, leider. Hab jetzt ein neues von Alterra. Find das aber lange nicht so gut wie das. Die gibt es standardmäßig bei DM und bei Rossmann, habe ich sie beide gesehen. Den finde ich leider nicht ganz so geil. Dann habe ich weggeschmissen eine Mascara, weil halt einfach viel zu alt. Und das war die Clamondor Blackest False Lashes. Die hätte ich nicht gebraucht, weil ich habe lange Wimpern. Das sah bei mir stellenweise einfach auch komisch aus. Und ich habe jetzt wieder eine von Essence, die das eben nicht drin hat.
möchte aber zukünftig darauf achten. Ich möchte es dir auch nochmal sagen. In solchen Sachen ist gerne mal Palmöl enthalten und da bin ich echt der Meinung, da muss es wirklich nicht drin sein. Und ich gehe sowas inzwischen aus dem Weg, weil nicht in jeder Mascara ist es drin. Es gibt eben auch Mascaras, wo es nicht drin ist. Dann habe ich in dem Jahr einfach unwahrscheinlich starke Probleme mit der Kopfhaut gehabt. Ich musste in die Apotheke mir Terzulin kaufen. Und bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, meiner Kopfhaut geht es super gut. Ich bin echt froh, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das hat mir wirklich den Arsch gerettet. Mir sind Haare ausgefallen. Es war wirklich schlimm. Es war echt schlimm. Ich habe echt gedacht, irgendwann mal habe ich jetzt nur noch eine Glatze auf dem Kopf. Und jetzt wachsen mir so gut die Haare wieder nach. Und nicht vergessen, das ist ein Arzneimittel, das ist nicht vegan, es ist nicht tierversuchsfrei. Und das sollte man nicht ohne weiteres kaufen. Nur wenn man halt wie ich so eine offene Kopfhaut hatte, die hat gebrannt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war echt nicht mehr witzig. Dann habe ich aufgebraucht die Organic Tampons. Gibt es beim Rossmann gibt es die auch, beim DM gibt es die auch, die kaufe ich aber immer nur dann, wenn es die Einhorn nicht gibt, weil mit den Einhorn bin ich noch ein bisschen zufriedener. Da ist halt doch auch Plastik drumherum, aber da zählt halt auch das gleiche wie eben schon erwähnt bei der Verpackung bei den Zahnputztabs. Die, wie sagt man, die Müllanlage ist noch nicht so weit, dass sie das trennen kann und ob das jetzt Plastik ist oder nicht, es wird gleich behandelt. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Es werden dann halt Lebensmittel hergenommen, für die das Plastik dann, das eine war aus Maisstärke, dann gibt es glaube ich auch noch die Möglichkeit, das Ganze aus Zuckerrohr zu machen und ja, nichtsdestotrotz ist es mir lieber etwas zu verwenden, was kein Plastik hat, als jetzt das hier. Und die von Einhorn sind ein bisschen billiger. Was hat denn hier so einen Dreck gemacht? Naja, egal. Ab und zu kaufe ich mir mal so ein Bad bei DM. Ich will halt ab und zu auch mal irgendwie einen Badezusatz haben. Und da achte ich eben auch drauf. Kein Palmöl und eben ja, das ist nicht eine Einmalsache ist. Ich finde es nichts unnötiger als diese Badekristalle oder so, wenn du bloß so einmal Verwendungen hast. Du verbrauchst unwahrscheinlich viel Müll. Und Palmöl ist halt schon wichtig, also dass da halt keins drin ist. Und kein Mikroplastik, das wollte ich auch noch sagen. Also das Thema Mikroplastik liegt mir halt auch am Herzen und es gibt halt echt Bestandteile. Man kann dazu Kojak ganz gut verwenden, wo man herausfindet, ob ein Produkt, gerade auch im DM, man hat ja immer sein Handy dabei, ob ein Produkt Mikroplastik enthält oder nicht. Dann habe ich aufgebraucht einen Cognac-Schwamm. Bei den Cognac-Schwämmen ist es so, die sind ja jetzt in Karton eingepackt, aber auch in Plastikfolie. Es hat sich nicht wirklich viel geändert. Ich weiß, der macht das aus Hygienegründen, aber ja, die Verpackung könnte man noch ein bisschen verändern und der Schwamm muss ja nicht unbedingt aus der Verpackung rausgucken. Nichtsdestotrotz, es wird weniger Plastik verwendet, aber ja, also ich mag Cognac-Schwämme unwahrscheinlich gerne und kann sie aus meiner Gesichtspflegeroutine nicht wegdenken. Dann habe ich weggeschmissen mein Make-up. Und zwar gerade aus dem Grund, weil ich eben darauf achten möchte, Mikroplastik aus dem Weg zu gehen. Und wenn du selbst die Entscheidung triffst, das gleich zu tun, geh nicht her und brauch dein Produkt auf. Das ist ganz wichtig. Das zählt sonst nicht, was ich dir jetzt sage. Immer schön die Sachen aufbrauchen und nicht wegschmeißen. Ich habe doch das ein oder andere Produkt, was ich nicht aufbrauchen konnte, was schon zu alt wurde. Aber in dem Fall ist es halt einfach so, dass Kläranlagen Mikroplastik nicht ohne weiteres aus dem Wasser filtern können, sogar fast gar nicht. Und wenn man das dann einfach in die Umwelt oder in den Umweltkreislauf reinbringt, du musst dir nur einmal das Gesicht waschen, ist es halt nicht so geil. Und da ist es im Müll einfach besser aufgehoben. Dann habe ich da noch eine zweite Mascara, die auch nicht leer ist, aber zu alt eben, auch um die 2 Jahre alt.
Die Hersteller würden immer gern, dass man das alle 6 Monate auswechselt, aber die wollen halt eben auch Sachen verkaufen. Ich sag, das ist nicht notwendig, aber mal so nach so 2 Jahren sollte man dann schon die ganze Sache austauschen. Die war jetzt in Braun, ist für mich nicht unbedingt notwendig, weil ich pechschwarze Wimpern habe und dann sieht man es nicht so. Dann habe ich mich ja entschieden, bei dem Thema Duftstoffe auf Öle zurückzugreifen, die eben keine haben. Und Kani ist halt voll mit Duftstoffen. Die sind halt auch stellenweise ziemlich aggressiv für die Haut. Man sollte meinen, es wird halt verkauft als Hautpflegemittel, aber es ist halt problematisch durch das, dass da so viel enthalten ist. Kann es halt auch sein, dass es zu Allergien kommen kann. Und gerade bei Duftstoffen auf der Haut, eine Hypopigmentierung, deine Haut kann älter werden, du kannst Schuppungen bekommen. Gerade von solchen Kani-Produkten habe ich das ganz oft gemerkt, dass mir die Haut richtig gejuckt hat und stellenweise auch geschuppt hat. Also, und das seit ich das Mandelöl und das Rizinusöl verwende, nichts mehr. Und ich habe eben auch in dem Jahr gelernt, dass Kosmetik eben nicht riechen muss. Und ich verwende jetzt ausschließlich nur noch Kosmetik, die entweder gar nicht beduftet ist oder eben nur sanft beduftet ist. Und das heißt, es ist kein Duftstoff drin, der irgendwie aufgelistet werden muss. Dazu habe ich ein Video gemacht. Kannst du gerne mal unter dem i gucken. So, kommen wir zu den ätherischen Ölen, die ich noch aufgebraucht habe. Das wäre hier einmal Grapefruit von Primavera. Das war auch richtig toll. Ich liebe Grapefruit. Werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil Zitrusdüfte sind für mich einfach gerade zu einer Jahreszeit, wo es so grau ist, total essentiell. Aufgebraucht habe ich auch Orange. Ne, das ist Lavendel hier. Und das ist auch eine Sache, die ich einfach immer zu Hause habe, weil es einen halt auch runterbringt. Es beruhigt einen. Und ja, ich habe das eigentlich immer zu Hause. Abseits von den anderen Duftölen, die ich so verwende, ätherische Öle. Ich sage immer fälschlicherweise Duftöle. Und da muss man auch wirklich darauf achten, dass man ein ätherisches Öl verwendet, was halt eine gute Qualität hat. Dann haben wir hier eben noch das besagte Orange. Das ist auch eine tolle Sache. Also Orange, Mandarine, Zitrone sind so Sachen, die ich immer wieder habe und die ich einfach liebe. Aber noch mehr liebe ich inzwischen Mandarine. Das ist richtig toll. So, und dann kommen wir zu denen von Tauoasis. Und ich verwende ausschließlich nur noch Tauoasis-Produkte. Die sind halt auch bio. Und stellenweise eben auch von Demeter. Und sie sind vom Preis her einfach günstiger. Das hier ist Zitrone. Und nicht jede Zitrone riecht gleich. Ich habe jetzt wieder die Erfahrung gemacht, ich habe von einer anderen Marke ein ätherisches Öl geholt. Ein bio-ätherisches Öl sogar. Riecht lange nicht so gut wie das. Die Thaomet-Reihe gibt es nicht mehr. Es gibt aber die gängigen Reihen und das riecht genau gleich. Also Thaomet nicht, gibt es nicht mehr, aber Tauoasis. Und ich kann dir empfehlen, von Tauoasis gibt es auch Öle, die du zum Verzehr verwenden kannst. Und gerade so eine Zitrone für den Sommer, bisschen ins Wasser rein. Ich kann es mir gut vorstellen. Aber da musst du wirklich die kaufen, die eben zum Verzehr auch geeignet sind. Die sind unten so türkis. Dann haben wir hier noch das Limette. Das war auch nicht schlecht. Allerdings, weil es halt so eine große Menge ist, war es mir gegen Ende dann fast zu viel. Also würde ich mir zukünftig auch nur so ein kleines kaufen. Habe mir jetzt auch ein Bergamotte gekauft. Das ist auch so eine interessante Angelegenheit. Limette ist trotzdem richtig schön und hat mich irgendwie an meine Kindheit erinnert. Es riecht nach irgendwas, wo ich immer noch nicht weiß, an was mich das erinnert. Ich kann es nicht sagen. Irgendwas Süßes, was ich damals gerne gegessen habe. Es ist richtig, das ist toll. Also es macht mir richtig so ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, das war's. Das war's, genau. Das war das letzte Aufgebraucht-Video in diesem Jahr. Ich komme erst wieder im Februar 2020 zurück. Diese Woche gibt es noch ein Favoritenvideo, also bleib unbedingt dran. Und ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir einen Daumen nach oben für mein Video, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.